Revolutionäre, Genossinnen und Genossen, Antiautoritäre. Sagen Sie, Rudi Dutschke, fühlen Sie sich eigentlich bedroht? Und haben Sie nicht manchmal Angst, dass Ihnen einer über den Kopf schlägt? Zwei Jurastudenten auf dem Weg zum Seminar. Berlin, Sommer 1967. So nett, wie es aussieht, so war es auch. Vorlesung bei einem bekannten Staatsrechtler mit großer Zukunft. Überfüllte Hörsäle kannte man damals nicht. Alle hatten eine große Zukunft. Damals noch. Das Polizeizuständigkeitsgesetz, Gesetz über die Zuständigkeit. Besondere Unruhe wird schon nicht so wild gewesen sein. Jedenfalls nicht bei den Juristen. Woanders schon. Wir haben damals eine Revolte gemacht, auch nicht zuletzt wegen der miesen Studienbedingungen. Wenn man die heute sieht, na, also jeder würde sagen, nein, das Paradies, wunderbar. Ne? Und heute ist es viel, viel, viel schlimmer, als wir es damals war es gut. Ne? Das sind die Schadtruppen am 2. Juni, also die Kommune 1 damals hatte die rausgebracht, die hat man sich dann über den Kopf gestülpt und hat... Oder auf diese Weise. Wer hat denn revoltiert? Wir waren alle Leute, wenn wir von der Uni kamen, dann waren wir ziemlich sicher, einen Beruf ausüben zu können. Da gab es keine Arbeitslosigkeit, keine Akademikerarbeitslosigkeit. Man konnte sogar nach der Uni bleiben, wenn man wollte. Im Haus des Asta. Allgemeiner Studentenausschuss der Freien Universität Berlin. Vielleicht war dies der Ort, wo man zuerst begriff, dass am 2. Juni 67, Schardemo, Tod des Studenten Benno Ohnesorg, etwas geschehen war, das nicht nur die Universität, sondern das ganze Land verändern würde. Hier wurde ermittelt, nach Schuldigen gesucht, Beweise gesichert. Und die Verdächtigen hatten Uniformen an. Ja. Die Polizisten, mit Verlaub, haben gelogen, dass sich die Balken bogen. Einfach so. Und ein Fall ist dann auch gewesen, dass zwei behauptet haben, Fritz Teufel hätte den und den Stein geschmissen. Hätten sie selber gesehen. Bis dann durch diesen studentischen Untersuchungsausschuss wohl Amateure, Studenten, auch Presseleute, ihre Fotos, die sie gemacht hatten, abgegeben haben und dazu erzählt hatten, wann und wo das war. Dann konnte bewiesen werden, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Polizisten gesagt hätten, dass Fritz Teufel den Stein geschmissen hat, bewiesen werden konnte, dass er ganz woanders war. Man konnte beweisen, dass die gelogen hatten. Die sind nicht zur Rechenschaft gezogen worden, natürlich. Die folgende Filmsequenz zeigt die hinter den Barrieren stehenden Protestanten und in die Ankunft des Schar eingeschnitten die winkenden Perser. Vorführung eines Films über den 2. Juni 67 für die, die nicht dabei gewesen waren. Jetzt, dass auch sich offensichtlich eine kleine Schlägerei anbahnt. Aber es sind, wie gesagt, starke Polizeikräfte hinter dem Rathaus und neben dem Rathaus. Männer aus Persien, Gefolgsleute des Schahs, schlagen auf Demonstranten ein. Und auch auf Schaulustige, die einfach nur gerne einen Blick auf Farah Diba geworfen hätten, die damals so eine Art Lady Diana war. Welches Recht gilt in Deutschland? Fremde Männer, wie soll man sie nennen? Agenten, Söldner, prügeln drauf los. Und die Polizei? Es ist eigentlich unverständlich, dass die freiwillige Polizeireserve, die vor der nächsten Absperrung steht, jetzt an dieser Stelle nicht eingreift. Die Polizei. Am Abend erschießt ein Polizist den Studenten Benno Ohnesorg, der niemanden angegriffen oder bedroht hatte. Nicht schießen, soll er noch gerufen haben.
ein Zweifler, der nicht glaubte, dass in Berlin Demonstrationen auseinandergeprügelt werden würden, der war einfach da war, um sich das anzugucken, um sich eigentlich zu überzeugen vom Gegenteil. Also, dass die Polizei demokratisch ist, dass man demonstrieren kann. Das war seine erste und seine letzte Demonstration. Sie zerfielen und sich neu gruppiert haben, versuchten also, ich war nicht in Krisensituation. Gut, sie haben sich neu etabliert auf die Geschichte des Neusparten. Also die Polizei bestand nicht aus den netten Opas von nebenan, sondern es gab eine andere Polizei, die ganz aggressiv war. Und das hat bei mir auch sehr viel ausgelöst. Und ich bin überzeugt, innerhalb der gesamten Studentenschaft, alle, also ich war an dem Punkt ein typischer Student, die an die Rechtsstaatlichkeit geglaubt haben, an die Polizei, dein Freund und Helfer. Und plötzlich stellte sich heraus, die Polizei ist Unterdrückungsorgan. Ist nicht der nette Mann, sondern der Schläger von nebenan. Das war schon erstaunlich zu sehen. Und darüber entspann sich dann auch die Diskussion. Das war der Inhalt der ersten Teach-Ins, die Frage zu stellen, warum ist der westdeutsche oder der Westberliner Staat so repressiv? Der Tod des Studenten brachte alle auf die Beine. Alle Studenten. Die anderen, die Alten, wollten nichts davon hören. Die Polizei hat immer recht. Wenn sie einen erschießt, dann nicht ohne Grund. Und Feierabend. Benno Ohnesorg war eben nicht jedermanns Bruder. Wann war mal Juni und wurde jeden Tag demonstriert praktisch danach, nach dem 2. Juni. Und es war wie eine Kettenreaktion. Ja? Und Leute, die vorher garantiert nicht links waren, wurden plötzlich links. Ich weiß nicht, ich war ja vorher schon links, ja. Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal. Plötzlich haben die alle irgendwie sich auch vom Äußeren her, ja, verändert. Naja, weil sie haben Bärte getragen. Nach einem Jahr wurden alle Ehen geschieden. Ja, komisch, ne? Plötzlich, die hatten alle ein Kind gehabt schon, ja. Die hatten einen kleinen Citroën und irgend so kleine Renault gehabt oder sowas. Und plötzlich kommt so ein Gewitter über sie, wie die linke Bewegung. Und ihr ganzes Leben verändert sich. Und sie können nicht mehr nach Hause fahren, weil die Eltern sie nicht mehr die langen Haare oder die Bärte nicht mehr sehen wollen. Ja. Die ganze Welt verändert sich. Und plötzlich lesen sie alle Marx. Ja, ist schon merkwürdig. An der Uni war es bisher ziemlich förmlich zugegangen. Lauter einzelne Existenzen. Und mit einem Mal schauten sie einander an und erkannten sich. Sozusagen. Also noch im Sommer davor, noch 66, haben wir dann in den Seminaren uns auch unter den Studenten mit Sie angeredet, ja. Und 67 war auch die große Taufe und da war auf einmal, da kannte man nur noch Du's, ja. Und in den frühen 70er Jahren waren dann auch die ganzen Professoren auf einmal lauter Du's, ja. Und das ist, das alles gehört zur Stiftung neuer Gemeinschaft innerhalb einer anonymen Gesellschaft. Warum haben Sie bei Adorno studiert? Ich habe ja angefangen zu studieren im Jahr 1964. Ich bin Jahrgang 1945. Und in der Provinz, in Rottweil, kleine Stadt in Süddeutschland, groß geworden. Und da war Adorno 64 schon, ja, war so eine Kultfigur, ja. Adorno zu lesen im Freibad, ja. Wenn man das dann so auf dem, das Buch dann Minima Moralia so auf dem Handtuch liegen hatte, das gab Startvorteile, ja. Das war schon was und das war noch weit vor 68, ja. Er war schon ein Geheimtipp und deswegen reizte mich dieser Mann. Ich glaube, es war, wir waren damals, ich war damals auch sehr existenzialistisch gestimmt und auch sehr ästhetisch, literarisch ambitioniert.
Und an Adorno war doch dann das Faszinierende jetzt nicht mal so sehr jetzt der gesellschaftstheoretische Großentwurf, sondern dieses ästhetisch Anspruchsvolle und Rätselhafte, was auch in dieser Theorie war. Man empfand seine Theorie, die war so gestrickt wie ein Gedicht. Ja? Man rätselte darüber, wie man über ein Hölderlin-Gedicht rätseln konnte. Ja? Und das war nicht ein Kursus in Gesellschaftstheorie, sondern das waren kabbalistisch rätselhafte Texte. Minima Moralia. Eines der Hauptwerke Adornos. In ihm steht, neben vielen, das man nur schwer versteht, in einem Kapitel über die Unmöglichkeit, sich mit gekauften Stilmöbeln einzurichten, erst recht aber in modernem Mobiliar zu leben, ein Satz von gefährlicher Eindringlichkeit. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Für die Jungen hieß das, sinnlos am Detail zu ändern. Alles muss verändert werden. Ich werde nicht vergessen, als ich dann nach Frankfurt kam und die erste Vorlesung hörte. Es war Geschichtsphilosophie, las er da. Und schon damals im großen Hörsaal in Frankfurt ganz oben, ich glaube, es war der Hörsaal 1, 1000 Leute gingen da rein. Und da waren auch 1000 Leute da. Und das war so ein abschüssig, ging es runter zum Podium dann. Und wir saßen da und ich saß da und dann kam erst mal in dieser leicht gebückten Haltung, wie damals so die Assistenten waren, kam ein Assistent heruntergelaufen, ging ans Mikrofon und sagte, Herr Professor Adorno wird heute etwas leiser sprechen, er ist erkältet. Und dann kam erst Adorno und das war für mich so ein Initiationserlebnis. Ich dachte ja, das ist große Theorie. Große Theorie ist, wenn jemand selber nicht sagen muss, dass er erkältet ist. In Berlin am Kudamm, in einem Haus, das einmal der Gestapo gehört hatte, der Adler hing noch über dem Eingang. Komisch, kein Mensch schlug ihn ab, undenkbar heute, hatte der Sozialistische Deutsche Studentenbund sein Büro. Ursprünglich war der SDS die Studentenorganisation der SPD gewesen, aber die Jungen waren den Alten längst zu radikal geworden. Also in dem Text von Horkheimer fehlen zwei Sätze. Diese Vorstellung von damals, jetzt geht's los, auf der ganzen Welt bewegt es sich alles nach links, ja, die Verhältnisse tanzen, ja, keine Sekunde Zeit verlieren, ja, wir müssen dranbleiben, ja, diese Aufgeregtheit, ja, diese Hektik, diese Begeisterung. Ich bitte euch, diese Sätze einfach jetzt mit dem Bleistift nachzutragen. Die sind auf Seite 196 des Zeitschriftens. In der Form eines Zaira-Clubs, einer Baracke. Die Baracke befindet sich also in irgendeinem Stadtteil, außerhalb, also auf jeden Fall außerhalb von Dahlem, in so einer Übergangsregion von Arbeit. Die Welt wird links, die Welt ist nur falsch gestrickt. Und wir müssen das Paradies auf Erden errichten. Also die Revolution würde aus Vietnam nach Europa zurückkehren. Die würde aus Afrika herkommen, aus Lateinamerika nach Europa kommen und die Herrschenden sind unfähig. Die Gegenuniversität ist entstanden im Zusammenhang mit der... Der SDS hatte 1967 viel vor. Das Projekt einer Gegenuniversität war noch eines der bescheideneren. Sie wollten ihre eigene Uni gründen, gegen die Uni der Herrschenden, der Ordinarien, der Fachidioten etc., der Professoren also. Und die eigene Uni sollte nicht im schönen Dahlem liegen, sondern bei den Arbeitern. Denen wollten sie nahe sein, die FU-Chinesen, wie der Volksmund sie nannte, wegen ihrer Sympathien für Mao. Wenn wir das nicht steigern, dann haben wir auch keine Chance, unsere politischen Aktivitäten systematisch auszubauen. Darum ist also die Diskussion... Rudi Dutschke erläutert Fragen des Austauschs von Studenten der künftigen Gegenuni mit Studenten ausländischer Universitäten, vor allem Havanna, Kuba.
heute aber begonnen werden müsste, um tatsächlich für die einzelnen Arbeitskreisbereiche Arbeitskreisleiter zu finden. Dutschke war so eine Art Lenin des SDS, charismatischer Wortführer. Er hatte sich wohl nicht selbst dazu gemacht, vielleicht wollte er es gar nicht. Er wurde dazu gemacht und es sollte ihn das Leben kosten. Austausch zwischen SDS-Studenten und kubanischen Studenten. Ich war fasziniert davon, dass es ein Mensch war, der sehr, sehr stark glaubte, dass jeder so ein Potenzial hat, ein Rebellionspotenzial, ein linkes Potenzial in sich. Ja, der unglaublich auf die Leute zuging und sie ansprach und der einfach an das Gute in ihnen glaubte. Also eine Einstellung, die ich nie geteilt habe. Andererseits war es so, er war sehr demokratisch, aber gleichzeitig natürlich auch total konspirativ. Er war auf Massenaktionen aus und auf Kritik und Selbstkritik in Massenaktionen und gleichzeitig war er für clandestine Aktionen aufgeschlossen. Ja, er hatte gewissermaßen diese beiden Gesichter. Und er war ein unglaublicher Optimist. Ja, dann war es auch noch so, dass in dieser sehr buchgläubigen Zeit, und das waren die 60er Jahre zweifellos, sein stupendes Wissen, seine Kenntnis der Geschichte der Arbeiterbewegung mir natürlich auch sehr gefallen und auch imponiert hat. Er wusste viel mehr als ich beispielsweise. Und es war auch so, dass er es verstand, wenigstens versuchte, auf eine konkrete Situation anzuwenden. Also er war kein Dogmatiker. Das bürgerlich-kapitalistische Denken zeichnet sich dadurch aus, dass es gesellschaftliche Konflikte von Menschen gemacht, von vielen Menschen massenhaft gemacht, nur begreifen kann in der Gestalt von Personen. Dieses Denken muss personalisieren und so war es auch kein Wunder, dass unser Konflikt mit dieser Gesellschaft, von der wir nichts mehr erwarten, mit der wir uns auseinandersetzen, gegen die wir kämpfen, weil sie uns eine neue Welt verweigert, darum war auch von ihr nicht anders zu erwarten, dass sie unsere Bewegung personalisiert. Ich mochte auch dieses etwas Fremdländische an ihm. Er hat ja so einen eigenartigen Dialekt, obwohl er aus Luckenwalde kam, klang das immer so ein bisschen halb polnisch, wie er redete. Und er hatte auch diese Rhetorik, die heute niemand mehr begreift. Man findet das Ende der Sätze nicht mehr, wenn man eine Rede von ihm hört. Ja? Aber damals fanden wir das alle wunderbar, ich auch. Und ich habe nie die Kritik an ihm geteilt, dass er gewissermaßen egozentrisch und eitel gewesen wäre und alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ich bin ganz im Gegenteil der Meinung, dass es sein Verdienst ist, unter anderem sein Verdienst ist, dass diese ganze Studentenbewegung dermaßen in den Fokus der Medien geriet. So wurde die antiautoritäre Bewegung identisch gesetzt mit Dutschke und personalisiert in einem fast totalen Sinne. Dass er gewissermaßen von den Verhältnissen zerrieben wurde, vor dem Attentat schon, und die Absicht hatte, in die USA zu gehen, das habe ich ihm nicht krumm genommen. Ich gehe darum weg für einige Zeit, weil ich meine, dass unsere Revolution als Moment der internationalen Revolution nur erfolgreich sein kann, wenn es uns gelingt, den revolutionären Prozess zu internationalisieren. Das war einfach für einen einzelnen Menschen zu viel. Ja, der ist ja wie ein Komet aufgestiegen innerhalb von anderthalb Jahren. Ja. Und er war eben kein Volkstribun, sondern war letzten Endes so wie Sie und ich. Vietnamkongress in Berlin. Februar 68. Der Vietnamkrieg war der Treibstoff der Revolte. Er kam in alle Wohnzimmer, weil die Amerikaner, anders als heute, Journalisten überall hin mitnahmen. Während in Berlin der Kongress tagte, lief in Vietnam die Tet-Offensive. Und ich sah als Junge mit 10 im Fernsehen diese Szene und wusste fortan, dass man nicht stirbt wie bei Bonanza, wenn man erschossen wird, sondern dass zum Beispiel eine Blutfontäne aus der Schläfe springt. Das Bild verfolgte mich durch lange Nächte und der Krieg hatte einen kleinen Gegner mehr.
Im Februar 66 bereits hatte es in Berlin eine große Studentendemo gegen den Vietnamkrieg gegeben. Als dabei das Sternenbanner vor dem Amerika-Haus vom Mast geholt wurde, war ganz Berlin entsetzt. Wie kann man nur Amerika, dem wir alles verdanken, so beleidigen? Gegendemonstration vor dem Amerika-Haus. Innensenator Alberts muss das angeblich zu lasche Vorgehen der Polizei verteidigen. Der regierende Bürgermeister Brandt die Gemüter beruhigen. Gemeinsam mit dem Hausmeister des Amerika-Hauses konnten Polizeikräfte das Entfernen der Flagge verhindern. Ich habe mich gefragt, ob es nicht im Ganzen gesehen möglich wäre, unliebsame Vorgänge etwas gelassener zu betrachten. Studentenvertreter, verantwortlich für die Demonstration, distanzieren sich von den Ausschreitungen. Man hing noch sehr am Frieden und am zivilen Umgang miteinander. Einige extremistische und anarchistische Mitglieder von SDS und Argumentclub sowie Unabhängige inszenierten nach der Beendigung unserer Demonstration, die zur Zufriedenheit der Polizei verlaufen war, einen beschämenden Krawall vor dem Amerika-Haus. Nach dem 2. Juni 67 ging es nicht mehr so moderat zu. Die Schläge der Jubelperser, der tote Student, hatte aus Zweifeln an der Gesellschaft schnell Überzeugungen werden lassen. Man war jetzt bereit zu kalter Analyse. Der Staat war falsch. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Heute, 11.07.19 Uhr, im Audimax, Vortrag von Herbert Marcuse über Gewalt in der Opposition. Da gehen wir jetzt mal hin. Da gehen wir jetzt hin. Marcuse war wie Adorno ein Vertreter der Frankfurter Schule, jedoch mehr der praktischen Politik zugewandt und ganz auf der Seite Dutschkes und überhaupt der radikalsten Studenten. So deckt, glaube ich, der Begriff der Gewalt zwei sehr differente Formen. Die institutionalisierte Gewalt des Bestehenden und die Gewalt des Widerstandes, die notwendig dem positiven Recht gegenüber illegal bleibt. Von einer Legalität des Widerstandes zu sprechen, ist Unsinn. Kein Gesellschaftssystem, selbst das freieste nicht, kann verfassungsmäßig oder in anderer Weise eine gegen die System gerichtete Gewalt legalisieren. Hier bezeichnet Marcuse den gewissen kleinen Unterschied. Reform innerhalb eines reformbereiten Systems? Undenkbar. Das System will sich ja nicht reformieren lassen. Es verbietet jeden Widerspruch und bekämpft ihn mit institutioneller Gewalt. Widerstand dagegen ist legitim, muss notwendig Gewalt anwenden und kann nicht legal sein. Marcuse wird später alle Hände voll zu tun haben, um glauben zu machen, er habe damit nicht den Terroristen den Weg gewiesen. Innere Widersprüche sich immer von Neuem in unmenschlichen und unnötigen Kriegen manifestieren und dessen wachsende Produktivität, wachsende Zerstörung und wachsende Verschwendung ist. Ein solches System, das glaube ich, ist nicht immun. Es wehrt sich bereits gegen die Opposition, selbst gegen die Opposition der Intelligenz, an allen Ecken der Welt. Das System wehrt sich. Jean-Paul Sartre stellte klar, dass man den Vietnamkrieg nicht als Stellvertreterkrieg zwischen Ost und West zu sehen hatte, sondern als Teil der globalen Unterdrückungsstrategie der USA. Il n'y a pas d'affrontement, parce que d'une part la Chine, elle a pas beaucoup d'armes, elle n'en donne pas beaucoup, et là les Vietnamiens du Nord n'ont pas. Das ist keine Auseinandersetzung der Großmächte. China hat wenig Waffen und kann dem Norden nur wenig davon schenken. Die Nordvietnamesen haben keine chinesischen Waffen, sie haben sowjetische. Aber längst nicht so viele, dass man von einer Auseinandersetzung der Großmächte sprechen könnte. Wenn das so wäre, dann müssten die Russen den gleichen Bombenteppich über Südvietnam legen wie die Amerikaner im Norden. Dans ce qui concerne l'aspect impérialiste.
Was den Imperialismus betrifft, General Westmoreland sagt, wir führen Krieg, um zu beweisen, dass sich ein Guerillakrieg nicht lohnt. Das ist ein toller Satz. Er besagt, wenn es in einem fremden und armen Land zu einem Volksaufstand kommt, dann maßen wir Amerikaner uns das Recht an, zu intervenieren, kämpfen ihn nieder und beweisen so, dass sich ein Guerillakrieg nicht lohnt. Mit anderen Worten, Lateinamerika soll stillhalten. Viele Amerikaner ahnen gar nicht, dass für ihren American Way of Life andere Völker bezahlen müssen. Ils croient encore que c'est bien parce qu'ils participent. L'American way of life est basé sur une prospérité qu'ils acceptent et dont ils ne se rendent pas compte que beaucoup de peuple paye pour qu'il l'ait. Dies war nicht der Kampf zwischen Ost und West, sondern der Krieg der Reichen gegen die Armen. Vietnam war ein Teil der Dritten Welt. Der Begriff Dritte Welt ist mir begegnet gleich mit den Ikonen, also Che Guevara. Auf der einen Seite, Mao Zedong auf der anderen Seite, auch Fidel Castro, Ho Chi Minh. Also die verschiedenen Figuren, die auch versuchten, konkurrierend diese Dritte Weltrevolution anzuführen und zu prägen. Und dann vor allem durch das Buch von Franz Fanon. Der Erde, das war ja ein Bestseller sondergleichen in der ganzen Welt. Der wurde ja in unzählige Sprachen übersetzt, vor allem auch in sehr viele afrikanische, asiatische Sprachen. Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, von Menschen zu reden. Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, von Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft. An allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt. Und irgendwann habe ich dann auch gefunden, wie dieser Begriff Dritte Welt entstanden ist, nämlich durch einen französischen Demografen, Alfred Sauvy, in den 50er Jahren, der ihn geprägt hat, eben nicht, dass er sagte, erste, zweite, dritte Welt, troisième monde würde das heißen, sondern tiers monde heißt ein Drittel und bezieht sich genau auf die Dreiteilung der Gesellschaft in der französischen Revolution, tiers état. Und er sagt eben, hier gibt es diese drei Kontinente, die früheren Kolonien, das ist der dritte Stand der Weltgesellschaft von 20. Jahrhundert. Das war die Idee. Es war ein wunderschöner Aufbruch, zumindest von Europa aus gesehen. Hier spielen lateinamerikanische Guerilleros, lateinamerikanische Guerilleros. Fidel Castro selbst zieht hier vom Leder. Wer wollte nicht dabei sein bei diesen Dschungelkämpfern, die die Freiheit brachten? Dutschke träumte davon. Er wollte nicht einfach nach Amerika gehen. Er wollte sich den Befreiungsbewegungen anschließen. Die lateinamerikanische Guerilla war der schönste Traum der radikalen europäischen Jugend. Zeltlager auf höchster Ebene. Brotbacken und Granaten bauen. Und jetzt kommt ein Bild für die Sammlung. Sie kennen es noch nicht. Kommandante Guevara, Che. Christus mit der Knarre. Hier beim Diktat. Die Mao-Bibel. Die Mao-Bibel. Amtlich Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. Druck und Verlag in der Volksrepublik China.
Nachdem die Feinde, die mit Gewehren bewaffnet waren, vernichtet worden sind, wird es immer noch Feinde ohne Gewehre geben, die uns bestimmt bis aufs Äußerste bekämpfen werden. Und wir dürfen diese Feinde keinesfalls leicht nehmen. Überlegt einmal, welche sind die bewaffneten Feinde, welches die Feinde ohne Gewehre? Die US-Imperialisten sind die bewaffneten Feinde. Sie machen eine Aggression gegen Vietnam und halten unsere Provinz Taiwan besetzt. Wenn sie eine Aggression auf unser Festland machen, müssen unsere Tanten und Onkel und wir Kinder die Waffen in die Hand nehmen. Die schlechten Elemente wie Hu Feng, die von der Kulturrevolution entlarvt wurden, sind die Feinde ohne Gewehr. Wir müssen sie vernichten. Kinder, ihr habt richtig erklärt. Die Feinde ohne Gewehr sind noch schlauer, verderbter, schlechter als die bewaffneten Feinde. Sie haben die Jugendlichen mit bürgerlicher Ideologie vergiftet. Sie treffen Vorbereitungen für eine konterrevolutionäre Restauration. Deshalb ist die große Kulturrevolution des Proletariats ein Ringen auf Leben und Tod. Diese Bilder stammen vom Anfang der chinesischen Kulturrevolution, aus dem Sommer 1966. Das erkennt man daran, dass die Kinder noch ihre eigenen Kleidchen tragen. Am Ende, drei Jahre später, nachdem Rote Garden aus Schülern und Studenten alles bekämpft haben, was sie für traditionell und bürgerlich halten, tragen alle Chinesen Baumwollschuhe und den Einheitsanzug. 800.000 kamen ums Leben. Und die bundesdeutsche Wohlstandslinke war begeistert und sah alles so, wie sie es sehen wollte. Was ist das Hauptmittel dieser sogenannten Kulturrevolutionäre, ihre Vorstellungen durchzusetzen? Sie sagen, und soweit man das also Presseberichten entnehmen kann, stimmt das auch, sie diskutieren. Sie diskutieren zwar mit ihrem Mao Zedong unterm Arm. Mir scheint, dass durch diese diskutierende Haltung, das heißt also durch diese permanente Bereitschaft zu kritisieren bzw. sich kritisieren zu lassen, genau der Punkt erreicht wird, an dem man eines Tages auch seinen Mao nicht mehr unterm Arm hat, sondern in den Schrank steckt. Schwer, schwer, unheimlich schwer. Schwer, ist unheimlich schwer. Vor der chinesischen Botschaft in London. Ein Journalist versucht, ein Interview zu bekommen. Would you like to translate? Down with British imperialism! Long live Chairman Mao! Long live Chairman Mao! Long live Chairman Mao! Die DDR, was sie braucht, ist ganz eindeutig eine chinesische Kulturrevolution. Eine Kulturrevolution im Sinne des Kampfes antiautoritärer Gruppen in der Führung, in den Parteien, in den Massen gegen die etablierten Apparate. In einer Wohngemeinschaft in Bochum 1969. Mein Gott, wie es da aussah. Der Wandschmuck zeigt das Spektrum der Dritten Welt, so wie sie von Bochum aus gesehen werden konnte. Fidel Castro, hier einmal an der Stelle von Che, zur Abwechslung und wohl auch als Bekenntnis zu dem, was aus dem Guerillero wird, wenn er siegt. Staatsmann und nötigenfalls Diktator. Mao, von dem man nichts kannte, außer den rätselhaften Sprüchen in einem kleinen roten Buch. Ho Chi Minh, der Führer Nordvietnams, von dessen tiefem Humanismus man überzeugt war, obwohl man nichts von ihm wusste. Und dann Martin Luther King und neben ihm etwas kleiner Stokely Carmichael. Auch das war die dritte Welt, die Schwarzen Amerikas. Ob sie fromme Christen waren wie King oder Prediger der Gewalt wie Carmichael.
Sie waren Afrika und Amerika zugleich. Sie standen für das städtische Subproletariat, für die besitzlosen Landarbeiter der Welt und für alle rassisch Unterdrückten. Sie kämpften gegen Amerika in Amerika, als hätten sie Che Guevaras Worte "Trag den Kampf ins Herz der Bestie" vernommen. Und sie kämpften für Amerika in Vietnam und starben dort für Amerika. Vor allem aber hatten sie die bessere Musik. White people, you liberals are like this to me, and this is the way I explain it to the black brothers on the block. In school, this is a good analogy for a brother on the block. In school, when there's a little white liberal boy on the campus, the brother walks up with his switchblade. This is what I used to do. I don't know how many of y'all do this now. And I said, "Say, man, give me your lunch money, I'll cut your guts out." And this little white liberal scared white boy would give me his lunch money. You did? Next day I come back and take the lunch money again. Then I come back and take it again. You did? Then one day I said, "Look, motherfucker, tomorrow I want you to bring me $2. You hear me?" And he bring me $2. Here I begin to learn what power was all about. Because the pig came to my land, black people's land, the mother country of black people, Africa, and took guns, and took force, and enslaved us, and took our labor, all the fruits of our labor away from us, took our mothers away from us, took all the justice and the governments we had away from us, took our language and our culture away from us, took our whole means of survival away from us. So when I take $2 from you, pig, don't you say nothing. Don't you say nothing. Black people are going to force you to do this. That's the only thing you can begin. You Quakers, you liberals, you leftists, the rest of you, get yourself together. Because this revolution in this country is the vanguard of it, is the black people. And all you liberals running around talking about changing the racist white power structure, we don't want no reform programs. We don't have no reform programs. We're talking about a black revolution. We are talking about a bloody black revolution, and we are not gonna play Jew, so we shoot back. That's why it's bloody. Hey. Harlem. Ihr Anti-Amerikanismus, den man der deutschen Linken oft vorhält, war eigentlich Pro-Amerikanismus in Schwarz. Gegen das reiche Weiße, für das arme schwarze Amerika. And some begin to see the threat. I talk about the threat that were out. What would happen to me from some of our sick white brothers? Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. And I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Hear my heart.
Der Mord an Martin Luther King zog Rassenunruhen nach sich. Ein bewaffneter Aufstand der Schwarzen Amerikas schien nah. Die Revolution war aus der Dritten Welt in die USA gekommen und würde bald auch das Land der Gartenzwerge und Geistesgrößen erreichen. Der Aufstand der Dritten Welt, das war also Ursache und Motor der Revolte, auch in Deutschland. Es sei denn, man wollte ganz kühl sozialhistorisch urteilen. Für mich ist einer der Gründe für die Entstehung der Studentenbewegung die große Bildungsreform, wie sie von hauptsächlich Sozialdemokratie ab Anfang der 60er Jahre betrieben worden ist. Plötzlich war es möglich in Deutschland, dass sehr große Teile der Jahrgänge studieren konnten. Allerdings war dann ein abgeschlossenes Studium nicht mehr der automatische Zugang zu den höheren Klassen, wie noch in den 50er Jahren und ganz besonders natürlich in Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg. Es kam damals der Begriff des akademischen Proletariats auf. Man könnte, wenn man die Gesellschaft marxistisch analysiert, durchaus sagen, dass die Studenten ihr Interesse als das Allgemeine nehmend im Grunde versucht haben, diese kleinbürgerlichen Interessen mit abgeschlossenem Studium eine gute Position zu kriegen, mittels dieser, ja, ich will nicht sagen revolutionären Gewalt, aber mittels der gesellschaftlichen Unruhen durchsetzen wollten. Die Arbeiter haben das übrigens auch relativ gut gemerkt und sie haben sich bei vielen Demonstrationen, die von den Studenten veranstaltet wurden, immer abseits gehalten. Irgendwie instinktiv gemerkt, dass das nicht die Interessen der Arbeiterklasse sind, die hier vertreten werden, sondern dass es partikulare Interessen einer kleinbürgerlichen Schicht sind. Die Studenten glaubten, indem sie ihren Protest aus den Universitäten in die Öffentlichkeit trugen, der Sache der Arbeiter zu dienen. Die Arbeiter nicht. Nee, davon halte ich auch ja nicht. Studenten sind Studenten und Arbeiter sind Arbeiter nicht. Nee, also da bin ich ganz anderer Meinung. Denn die Studenten, das ist doch ein Volk für sich. Nein, ich finde, das ist Quatsch. Die Studenten und die Arbeiter haben damit nichts zusammen zu tun. Denn meine Meinung ist, das ist das einzige und alleine Studentensache und keine Arbeitersache. Irgendwie wollten die Arbeiter nicht das richtige Klassenbewusstsein entwickeln. Vielleicht wollten sie lieber einen Opel Kadett. Dutschko und Co. hofften auf ein Proletariat, das es nicht gab. Wir Studenten, die bewusstesten Teile der Studentenschaft, haben in der letzten Zeit viele Fehler gemacht, haben den Lohn- und Arbeitskämpfen innerhalb der produktiven Sphäre, die sich schon seit langer Zeit ankündigten, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Haben nur unsere eigenen Probleme gesehen, hatten nicht begriffen, dass es eine Lösung unserer Probleme im isolierten Rahmen der Universität nicht geben kann, dass nur die Einheit von bewussten, lohnabhängigen Massen und bewussten Teilen der Studentenschaft eine Lösung der sozialen und politischen Probleme dieser Gesellschaft bringen kann. Eigentlich hätte die Linke an der Sturheit der Arbeiterklasse verzweifeln müssen. Sie tat es nicht, jedenfalls nicht, solange es die DDR gab. Heute glauben wohl nur noch die an den Sozialismus, die nie an die DDR glaubten. Ich habe mir das oft überlegt, aber ich werde mich auch nicht davon abbringen lassen, dass diese Gesellschaft einen Weg zum Sozialismus und Kommunismus gehen wird. Nur das wird etwas anders laufen als das, was sich die Menschen damals vorgestellt haben. Eine proletarische Revolution heute braucht auch keine Gewalt. Also eine solche Umwälzung wird möglicherweise ganz friedlich vor sich gehen. Gewalt haben in der Gesellschaft bisher immer nur Minderheiten gebraucht. Und die kapitalistische Klasse ist mit Sicherheit eine Minderheit. Um an die politische Macht zu kommen, muss sie eine gewaltsame Revolution durchführen und auch eine, in Anführungsstrichen, Diktatur errichten. Jedenfalls für eine kurze Zeit. Das ist in Frankreich so gewesen, in vielen anderen Ländern auch. Das Proletariat, und damit meine ich eben die Menschen, die im Wesentlichen nichts besitzen als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen müssen, um leben zu können, ist aber in der weitaus größten Mehrheit. Und warum sollten die Gewalt anwenden? Da wird es keine
wehenden roten Fahnen und keinen Sturm auf den Winterpalais geben und keinen Barrikadenbau. Möglicherweise findet eine solche Revolution durch zweimal Mausklick im Internet statt. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass wir eine Gesellschaft bekommen werden ohne Krieg, ohne Unterdrückung und ohne Ausbeutung, weil wir sonst nämlich keine Gesellschaft mehr haben werden. Wenn die Mausklick-Revolution stattfindet, werden Sie dann enteignet? Ja, möglicherweise. Würde Grundbesitz nationalisiert. Das würde mich aber in dem Moment auch nicht stören, weil in der Gesellschaft, die mir vorschwebt, würde mir ja nichts fehlen. Mir schon, glaube ich. Und sei es nur, dass ich mein Maul aufmachen darf. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Und Examen gemacht, habe Jura studiert, bin dann in die Fabrik gegangen im Zuge der revolutionären Weltverschwörung der 70er Jahre, weil wir wollten ja die Welt tatsächlich aus den Angeln heben. Bin ich damit schon Arbeiter geworden, nur weil ich in der Fabrik bin? Nach objektiven Kriterien schon, aber auf der anderen Seite hatte ich natürlich die Chance, auch wieder was anderes zu machen. Insoweit ist das mit dem Arbeitersein ein bisschen schwierig. Wir haben das auch heiß diskutiert. Ich weiß noch, in unserer Gruppe, in dem revolutionären Kampf, gab es einen Begriff der spezifischen Differenz. Das war ein bisschen eher fast schon wie so wie Ethnologen zum fremden Stamm gehen und gucken, was machen die Neger da. Ne? So sind wir auch ein bisschen in die Fabrik gegangen, zu gucken, was treiben die da. Wie kann man zusammen den Aufstand oder die Revolte oder die Revolution überhaupt organisieren? Das Leben verändert sich, wenn man eine Wechselschicht schafft. Was das Private betrifft, verändert sich das. Gleichzeitig habe ich das in einer sehr... ja, auch fast schon romantischen Erinnerungen. Das war auch faszinierend natürlich. Einmal konnte man so zu Hause in der Stadt sagen, pass mal auf, viele reden vom Proletariat, wir gehen persönlich hin und nicht nur abends in die Kneipe. Und wir arbeiten da nicht nur am Weltgeist, sondern auch mit den entsprechenden Leuten zusammen. Und es hat sich aber andererseits dann sehr schnell herausgestellt, was ja auch nicht verblüffend ist, dass die nicht unbedingt das wollten, was wir wollten. Die wollten keine Revolution machen und waren sehr misstrauisch gegen alles, was politisch von außen kommt. Und dann entwickelte sich das ja parallel auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu der langsam kommenden Erkenntnis, es will sowieso keine Revolution machen, die anderen auch nicht. Und das, was wir mit der Dritten Welt machen, stimmt auch nicht, ist auch falsch, weil wir wissen ja gar nicht, was die wollen. Wir nehmen die ja nur als Projektionsfläche. Wir solidarisieren uns mit dem Widerstand in Chile, in Argentinien, in Vietnam sowieso und Südafrika. Aber jeder nimmt sich seine eigene Organisation, PFLP, Palästinenser, und kümmert sich aber nicht so wirklich darum, weil das nur für uns als innenpolitische, quasi revolutionäre Reservearmee gedient hat, als Projektion halt. Und das ist Mitte der 70er Jahre genauso zusammengebröckelt wie die Hoffnung darauf, dass die Arbeiterklasse Revolution macht. Sagen Sie, Rudi Dutschke, fühlen Sie sich eigentlich bedroht? Na, die Bedrohung ist nicht in der Stadt, die liegt international. Aber ich fühle mich persönlich überhaupt nicht bedroht. Nein? Verbrennen ist man sowas. So eine Leute haben wir nicht zu suchen. Ja, sollte mal richtig einen Arschfeuer kriegen. Der halte ich überhaupt nicht. Ja, der Mann müsste schnellstens verschwinden hier, ne? Glauben Sie, dass er ein Kommunist ist? Na, aber was für einer? Sollte man ihn rausschmeißen? Zumindest. Das Attentat auf Rudi Dutschke, ausgeführt von einem wohl durch die Springerpresse und die Nationalzeitung aufgehetzten jungen Mann aus sehr einfachen Verhältnissen. Es fand am 11. April 68 statt, eine Woche nach dem Attentat auf Martin Luther King. 9 Tage nachdem Bader, Enslin und andere Brände in 2 Frankfurter Kaufhäusern gelegt hatten. Dutschke überlebte schwer verletzt, in den Kopf getroffen.
Er starb 1979 an den Spätfolgen des Attentats. Die nun ausbrechenden Osterunruhen in Berlin und anderen Großstädten, die Angriffe auf den Springer Verlag, Springer, Mörder, die Straßenschlachten, das ist das eigentliche 68, der Höhepunkt der Studentenrevolte und der Anfang vom Ende. Die Sache wurde immer aggressiver, nicht nur auf der Straße, sondern gerade gegenüber denen, die den Studenten eigentlich nahe standen. Meine Damen und Herren, Sie haben 2 Stunden lang hier geredet. Hier erwischt es Alexander Mitscherlich. Abgekanzelt wird er von Hans-Jürgen Krahl, der neben und nach Dutschke lautesten Stimme der Studentenbewegung. Wenn Sie sich nicht noch endgültig, wenn Sie nicht noch ich bin kein demagogischer Zerstörer. Sie haben einen liberalen Resonanzboden gehabt. Sie haben die ganze Zeit Ihre SPD-Propaganda hier gemacht, jetzt lassen Sie uns reden. Bitte schön, Sie dürfen reden, aber ich darf doch meine Meinung dazu sagen, denn ich habe noch nicht mein Schlusswort gesagt. Das ist die äußerste Freundlichkeit. Naja, natürlich. Sie haben 2 Stunden lang hier sich selbst befriedigt. Sie haben Reden gehalten, akademische, die in der Bevölkerung nicht verstanden worden sind. Von Selbstbefriedigung haben. Nein. Wenn Sie noch. Mitscherlich hat Verständnis, natürlich. Als Psychoanalytiker. Erinnern Sie sich noch, als wir eine Hitlerjugend hatten, tat diese Hitlerjugend natürlich die alte Generation als die Vorrevolutionäre ab, verachtete sie. Es gehört immer zu jeder revolutionären Bewegung ein Stück Vatermord, wie man sagt, ein Stück Mord der alten Generation. Alle großen Revolutionen der Weltgeschichte enthalten dieses Abtöten, dieses gewaltsame Abtöten der Vergangenheit, weil diese Vergangenheit so enttäuschend war, auf der einen Seite einen eben nicht beschützt hat und weil auf der anderen Seite man doch sehr viel Furcht vor ihr hat. Besonders kritisch sahen die Studenten Professor Adorno, gerade weil er eine Kultfigur war. Mit Adorno und an ihm vollzog sich eine Tragödie. Man kann schon sagen, dass ihm das, was ihm da widerfahren ist, hat ihm das Herz gebrochen, als er dann im Sommer 69 an Herzschwäche auch starb. Das Tragische war, dass die 68er-Bewegung seine radikalen Analysen der Gesellschaft, dass die Gesellschaftsstruktur selber das Falsche ist, in dem wir leben. Diese von ihm radikal vorangetriebene Analyse, ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, nicht? Das war damals das geflügelte Wort, dass er diese Analyse vorgelegt hatte mit dem Bewusstsein und mit der Voraussetzung, dass es einen solchen systemischen, also auf System bezogenen Verhängniszusammenhang und Verblendungszusammenhang, das waren so die Ausdrücke damals, dass dieser Zusammenhang so dicht ist, dass man da nicht rauskommt. Man kommt nicht raus. Und er selber, als der Theorievirtuose, entwickelte schon sehr viel, wie soll man sagen, sehr viel Freiheitsimpuls. Entwickelte dort sehr viel Freiheitsimpuls und realisierte sehr viel Freiheitsimpulse, einfach durch die Tatsache, dass er eine Theorie darüber machte. Das war schon ein Stück Befreiung für ihn. Ja? Aber dieses Stück der Befreiung, das nur in der Theorie liegt, das wollten wir nicht akzeptieren. Wir wollten es konkreter haben. Und das ging für Adorno nicht. Und wir nahmen seinen theoretischen Impulse auf und wollten eine viel holzschnittartigere Praxis der Befreiung. Er sah nur das Schweißtuch der Theorie auseinanderfalten. Das war schon sein Akt von Befreiung. Und wir wollten mehr. Georg Lukács aus Budapest wollte auch mehr. Adorno warf hervor, seine Radikalität sei geradezu darauf aus, keine Folgen zu haben. Sie logiere im Grand Hotel Abgrund,
sagte er über die Frankfurter Schule. Hier ist jetzt die Sache, wo dieser äußerste Radikalismus meiner Ansicht nach in einen Opportunismus umschlägt. Nämlich, dass es nicht die Opposition gemacht wird, die heute möglich, notwendig und nützlich wäre, sondern dass man sich subtitulo eines über alles erhabenen und außerordentlich kritischen Sicht irgendetwas macht, wogegen weder Adenauer noch Erhard noch Kiesinger den geringsten Einwand erheben könnte. Den Einzelnen blindes und zufälliges Erfahren. Aber die Idee, die hinter der Kritik... Adorno dagegen sah in dem ständigen Drängen zu revolutionärer Tat bereits den Stalinismus wieder heraufziehen. Ich glaube, dass gerade in dieser Voreiligkeit des Was tun, was soll ich jetzt hier unmittelbar tun, bereits ein Moment liegt, dass die Erkenntnis selber sabotiert und dadurch eine wirklich vernünftige Praxis unmöglich macht. Es geht davon eine Art von Terror aus. Im Grunde bedeutet diese stetige Frage, was tun, wenn man sie übersetzt, so viel wie du musst dich jetzt hier unmittelbar, und zwar natürlich für uns, entscheiden, die Gedanken, die du über die Situation, über das objektiv Mögliche oder überhaupt über eine richtige Einrichtung der Gesellschaft beizubringen hast, das ist kalter Kaffee, sondern wenn du nicht jetzt zu uns dich bekennst, indem du dich der Praxis einreißt, dann bist du eigentlich ein Verräter. Dann gab es eine ganze Reihe von Vatermordszenen. Das wird aus der Distanz wird das so richtig deutlich, dass hier der Vater gemordet werden sollte. Als hilflos, als lächerlich vielleicht. In Berlin gab es eine Veranstaltung, die war vielleicht die schlimmste, die ich hier auch erlebte, wo man dem Theodor Adorno mitten in einem sehr subtilen Vortrag über Iphigenie von Goethe im Audimax der FU einen aufgeblasenen Teddybär überreichte. Und das sind Formen von Vatermord, die sind ganz furchtbar. Ihn auf diese Weise lächerlich zu machen und das neben manchem anderen hat ihm dann auch wirklich das Herz gebrochen. Was war alles links? Am Mittwoch zeigen wir den dritten Teil der Reihe. Dann geht es um die Eskalation der Gewalt in den 70er Jahren. Teil 3 am Mittwochabend, hier in Dreisat. As the curtains of around them disappears again.